In diesem Video erfährst du, wie du in Elementor globale Schriftarten und Schriftfarben einstellen kannst. Warum das ein großer Vorteil für die Erstellung deiner Website ist, erfährst du im Video. Ich bin Nils von webbegeistert.de. Jetzt geht's los. Bevor wir uns die globalen Einstellungen auf einer Elementor-Seite ansehen, ist es wichtig, dass du nochmal ins Backend gehst und hier in deinen Elementor-Einstellungen schaust und dann auf generell gehst, und dort gibt es zwei Haken, die erstmal zu deaktivieren sind. Einmal die Standardfarben und einmal die Standardschriftarten deaktivieren. Das bedeutet, wenn dieser Haken nicht gesetzt ist, dann werden eben die Einstellungen aus deinem Theme ignoriert und die Einstellungen aus Elementor gelten. In diesem Fall verwende ich hier das Hello-Theme. Das ist sowieso egal, weil das dafür gedacht ist, dass du die Schrifteinstellungen und Farbeinstellungen in Elementor vornimmst. Anders wäre das hier bei Astra, da spielt das eine Rolle. Oder auch beim Buddyboss-Theme, das für Memberships und Communities gedacht ist. Dort kannst du auch eigene Schriftangaben hinzufügen und die werden dann eben ignoriert, wenn dieser Haken hier in Elementor nicht gesetzt ist. Und wenn es also so eingestellt ist wie jetzt, dann hast du die volle Kontrolle in Elementor. Andererseits spielt dieser Haken in Elementor auch nochmal eine Rolle, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber zunächst mal schauen wir uns hier eine Seite in Elementor an. Die habe ich testweise angelegt mit der Strukturierung von H1 bis H4, um das gleich besser nachvollziehen zu können, welche globale Einstellung hier greift. Und der Vorteil ist einfach, dass du halt seitenweit deine Einstellungen treffen kannst, also die nur einmal hier in den globalen Einstellungen festlegen musst und nicht jedes Mal hier in das Widget reingehen musst pro Seite und deine Anpassung vornehmen musst. Das kannst du hier alternativ ja auch machen, aber das ist eben so nicht sinnvoll, und es ist eben sinnvoller, das schneller und einfacher zu lösen hier über die globalen Einstellungen. Da gehen wir jetzt rein. Globale Farben haben wir hier und dort sehen wir, ist erstmal hier bei mir noch nichts überlegt. Im Normalfall sind hier die Standardfarben mit diesem Grün hier von der Akzentfarbe und dem Blau für die Primärfarben, und das können wir jetzt eben einstellen, wie wir es haben möchten hier für die gesamte Webseite. Und wenn mir später aus welchen Gründen auch immer einfällt, ich möchte das dann eben doch wieder ändern hier, dann kann ich das eben hier einmalig in den globalen Einstellungen ändern. Und jetzt wähle ich einfach mal hier meine Farbe aus und sehe, dass hier noch nichts passiert. Das liegt jetzt am Rendern hier im Backend, aber bei dir sollte das sich hier verändern. Im Zweifel, ich speichere einfach mal hier die Änderungen und dann sehe ich, wenn ich mir auch die Seite in der Vorschau anschaue hier, dass die Farbe sich geändert hat. Und dann habe ich hier das Rot für meine Überschriften. Und wenn ich nochmal zurückgehe, dann habe ich hier die sekundäre Einstellung noch. Die wähle ich auch mal aus, hier in einem leichteren Rotton vielleicht. Und das betrifft jetzt hier die Listenelemente zum Beispiel. Ich speichere wieder die Änderungen und schaue nochmal auf meine Vorschau hier, die sich neu lädt. Und dann sehe ich auch, dass die Listenelemente sich hier in der Farbe verändert haben. Und dann gehe ich nochmal rein. Der Text ist klar. Da ändert sich dann hier die Textfarbe. Dann nehmen wir mal, damit es schön bunt ist hier und auffällig ist, ein helleres Blau und speichern die Änderungen. Dann nochmal hier in der Vorschau geschaut und dann sehe ich, dass der Text sich hier ebenfalls verändert hat. Und dann habe ich hier in den globalen Einstellungen noch die Akzentfarbe, und auch die kann ich auswählen und setze die mal hier in einen gelberen Ton und speichere die Änderungen. Und dann sehe ich wiederum in meiner Vorschau hier, dass sich dort die Farbe des Buttons verändert. Und so kann ich also diese einmaligen Elementeinstellungen hier in Elementor global einstellen. Und das ist sehr praktisch. Genauso kann ich das natürlich hier für die Schriften machen und hier reingehen und dann auch pro Primärüberschrift hier die Schriftart festlegen. Und da kann ich mir hier, aktuell habe ich noch die Google Fonts aktiviert, das solltest du natürlich nicht machen oder das entsprechend blocken mit einem Plugin. Und ich wähle einfach mal eine Schriftart aus, die ein bisschen auffälliger ist, und dann haben wir hier auch eine Änderung zu sehen. Einmal die Serifenschrift hier, und das bezieht sich dann hier auf alle Überschriften. Das wurde jetzt auch im Backend geändert, funktioniert also hier in diesem Fall. Und wenn wir das nochmal speichern, hier wird das auch in der Vorschau übernommen. Und du kannst hier weitere Einstellungen vornehmen in der primären Einstellung und zum Beispiel den Schriftschnitt, also Fett oder Halbfett einstellen zum Beispiel. Auch das wird übernommen hier, und kannst zum Beispiel Großbuchstaben nutzen. Und das wird hier in diesem Fall jetzt nicht übernommen. Nehmen wir mal die Speicherung und gucken in der Vorschau, wie das dann aussieht hier. Da müssen wir nochmal aktualisieren und sehen, dass hier jetzt auch Großbuchstaben zu sehen ist. Die Farben wurden hier noch nicht geändert. Das soll auch so nicht sein, wir haben nur die Schriftart geändert. Denn dazu gehe ich gleich nochmal in eine andere Einstellung. Genauso wie die Schriftgröße, die ist hier auch nicht einzustellen. Das müssen wir gleich auch an einer anderen Stelle machen. Macht natürlich auch Sinn, weil die Überschriften in der Strukturierung hier natürlich auch andere Schriftgrößen haben sollen. Insofern können wir diese Einstellung hier leer lassen. Und ja, du kannst hier noch weitere Einstellungen vornehmen. Die Line-Height zum Beispiel, das dann würde ich in EM einstellen, zum Beispiel 1,5.
2 für die Überschriften und dann ist das hier auch eingestellt. Dann können wir hier wieder rausgehen und nochmal gucken, was wir noch für globale Einstellungen haben. Und da sehen wir haben hier nochmal H1 Typografie-Einstellungen. Warum das? Das kann ein bisschen verwirrend sein hier in Elementor. Und es ist so, dass du hier nochmal die Strukturierung aufgelistet hast. Und jetzt hier nochmal pro Überschriftenart, also H1, H2 oder H3, eine individuelle Schriftfarbe einstellen kannst. Dann kannst du hier das entsprechende auswählen. Nehmen wir in diesem Fall mal blau und stellen das so ein. Und dann wird das hier auch entsprechend angezeigt. Aber wenn ich jetzt speichere, dann schauen wir nochmal in die Vorschau. Und dort hat sich dann noch nichts verändert. Und das liegt jetzt daran, dass ich in diesem Fall hier, wenn ich wirklich einzelne Farben für einzelne Überschriften hier haben möchte, dann muss ich hier in Elementor wieder reingehen und diesen Haken hier setzen, das speichern und dann hier nochmal aktualisieren. Das ist ein bisschen verwirrend, gebe ich zu. Aber das ist so ein bisschen der Hintergrund dafür, dass wenn ich hier eigene Farben pro Schriftart haben möchte, also pro strukturierter Schriftart, dann muss ich das so machen. Und wenn ich jetzt nochmal aktualisiere hier, dann sollte hier für die H1-Überschrift auch das Blau kommen. Das kommt auch. Und jetzt sind hier die globalen Einstellungen greifen hier nicht mehr. Und ich muss jetzt für jede Überschrift einzeln das auswählen, hier die Schriftfarbe. Und ja, das kann man so machen. Aber ich würde immer empfehlen, das doch global zu halten. Und es ist für die Usability und für das Design auch schöner, denke ich, wenn die Überschriften alle in einer Farbe gehalten werden. Wenn du später vielleicht den Fall hast, dass du eine helle Überschrift auf dunklem Hintergrund haben möchtest, beispielsweise eine weiße Überschrift, das kann ja vorkommen. Dann schauen wir uns das gleich nochmal an mit eigenen Stilen. Und hier nehmen wir jetzt die Farbe wieder raus und speichern das nochmal und nehmen auch wieder hier aus der Backend-Einstellung den Haken heraus, denn wir wollen die globale Farbe, die globale Einstellung haben und das haben wir jetzt wieder und können hier nochmal unsere Vorschau aktualisieren und dann kommt eben auch wieder unser Rot hier, unsere globalen Einstellungen wieder. Und ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen deutlich geworden ist, was hier einzustellen ist. Und das ist auch wichtig. Das ist eben die Typografie-Schriftgröße. Und die können wir hier einstellen ganz genau und das entsprechend verändern hier. Und eben auch einmal zentral für die ganze Website einstellen. Und da würde ich dir empfehlen, hier mal reinzugehen und das Ganze auf individuell zu stellen. Und dann kannst du hier eine sogenannte CSS-Clamp-Anweisung reinschreiben. Was es damit genau auf sich hat, das zeige ich dir nochmal in einem anderen Video. Schau dir das dazu gerne an. Aber es hat eben den Vorteil, dass die Schriften hier nur einmal eingestellt werden müssen. Du musst nicht nochmal in Mobil, also Tablet und Smartphone reingehen, sondern schreibst hier einmalig einen Code rein. Und der sorgt dann auch dafür, dass die Schriftgrößen sehr fließend angepasst werden für die einzelnen Ausgabegeräte und keine großen Sprünge haben. Das sieht ein bisschen harmonischer dann aus auf der Website und ist eben, wie gesagt, hier auch schneller, einfacher für die Mobileinstellung hinterlegt. Ja, wie ist das jetzt, wenn ich eine weiße Schrift brauche auf dunklem Hintergrund? Dafür gehe ich hier nochmal raus aus dieser Einstellung und gehe wieder in die globalen Farben. Und dort kann ich mir auch eigene Farben hinzufügen. Also ich bin hier ganz flexibel und sage hier einfach mal, ich möchte hier das Weiß haben und das kann ich entsprechend benennen. Dann haben wir das hier auch in der Auswahl und speichere mal die Änderungen. Und jetzt gehe ich hier nochmal raus aus den globalen Einstellungen, gehe nochmal in die Seite rein und dann füge ich mir nochmal eine Überschrift hier mit einem Container hinzu und sage hier, das soll eine Überschrift sein. Können wir auch so reinziehen, dann haben wir die hier und der Hintergrund des Containers hier, den haben wir auch, Stil, nehmen wir hier Background Type und da nehmen wir mal einen Blauton. Was heller und dann gehen wir wieder hier in unsere Überschrift und dort möchten wir jetzt das Weiß haben und sagen Stil und Textfarbe, da gehen wir dann eben nicht hier ran und wählen das so aus, sondern wir löschen das hier wieder und gehen hier auf die globale Einstellung, da haben wir jetzt auch unseren Weißton und so können wir den hier global auswählen und das ist sauber eingestellt und das wäre eben die Lösung, um hier auch weitere globale Stile hinzuzufügen. Ja, wenn ich diesen Weißton jetzt wieder ändern wollen würde, und das kann ja vorkommen, dann gehe ich eben wieder in die globalen Einstellungen hier und wähle mir meine globalen Farben aus, kann den auch jederzeit anpassen und dann ist der eben hier ein bisschen grauer jetzt und das ist dann eben auch website-weit geändert. Ich muss also nicht wieder in jedes Widget rein und das ändern, sondern so habe ich das zentral hier alles an einer Stelle, sage hier speichern und schaue mir hier nochmal die Vorschau an und aktualisiere die nochmal. Dann habe ich hier auch meinen Weißton mit der Überschrift und so siehst du das Raster hier von den globalen Einstellungen. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Wenn dem so ist, dann gib dem Video gerne einen Like, abonniere auch gerne meinen Kanal und schreib gerne in den Kommentaren, wie deine Erfahrungen mit den Schrifteinstellungen denn hier schon sind und ich wünsche ganz viel Erfolg mit deiner Elementor-Website.